Jeder von uns muss sich diese Frage ab und zu mal stellen. Ob es wirklich nur so klein geht, wie du dir da gerade vorstellst, oder ob es nicht theoretisch auch größer geht. Am Wochenende habe ich mal wieder das Buch Reimagine von Tom Peters gelesen. Das ist ja so eine Management-Legende aus den USA. Und weil ich gerade selber bei so ein paar Prozessen dabei bin und überlege mir, wie groß ich das oder auch eben auch klein ich das skalieren möchte. Und da half mir das schon, muss ich sagen. Da sagte er hier, keine mittelmäßigen Erfolge, Punkt. Es gibt keine mittelmäßigen Erfolge, die darf man sich selber nicht gestatten. Man muss sozusagen ein bisschen Angst haben vor dem, was man da vorhat. Er beschreibt sogar einige Management-Theorien, dass man richtig Angst hat vor dem, was man da vorhat. Sonst ist es zu klein. Da bin ich irgendwie auch nur Mensch, da kann ich mich auch noch nicht so richtig, also das passt einfach nicht so zu meinem Charakter wirklich irgendwie. Aber trotzdem muss man natürlich eben bei weitem seine Komfortzone auch verlassen und einfach auch mal dieses 10x-Denken so von Grant Cardone, wie kann es 10-mal größer werden, wie kann es besser werden. Und da fand ich diese Sprüche hier so gut, die er dazu macht. Also man soll sich seinen Grabstein vorstellen und stell dir mal vor, auf deinem Grabstein steht hier Max Mustermann 1900 bis 2000 und so weiter, erhielt stets sein Budget ein. Als Grabinschrift. Oder er erreichte die gesetzten Quartalsziele 44 Mal in Folge. Oder hier sein Lieblings, das hat er auf sich selber, Tom Peters, 1942 bis 2000 irgendwas, noch lebt er ja. Er hätte wohl echt coole Dinge getan, wenn ihn sein Chef gelassen hätte. Hat er natürlich absolut recht. Wir setzen uns ja immer diese eigenen Limitierungen, die wir uns so im Leben irgendwie setzen und sagen, ja, das sind so die Grenzen, innerhalb derer wir uns trauen, etwas zu tun und denken nicht mal darüber nach, eben weil es gar nicht in unserem Muster vorkommt. Denken gar nicht darüber nach, wie könnte man das eigentlich doppelt so groß machen oder dreimal so groß. Das sind ja meistens nur technische Angelegenheiten, wo man sagt, naja gut, man müsste einfach nur den Verteiler größer machen, man müsste einfach nur die Kampagne größer machen oder wie auch immer und schon hätte man das Potenzial, doppelt so viel zu erreichen. Und manchmal ist es so einfach, ne? Manchmal ist es so einfach, dass man wirklich sich solche Fragen nur stellen muss und im Gegensatz auch dann sich selber fragen muss, was will ich denn eigentlich, was auf meinem Grabstein draufsteht? Soll da wirklich draufstehen, er war immer brav und artig und hat immer getan, was man ihm sagte? Oder soll da drin stehen, irgendwie, er hat Dinge getan, die keiner für möglich gehalten hätte? Das muss sich jeder von uns ständig irgendwie fragen, ne? Jeder von uns muss sich diese Frage ab und zu mal stellen. Ob es wirklich nur so klein geht, wie du dir da gerade vorstellst, oder ob es nicht theoretisch auch größer geht. Müsstest du vielleicht ein bisschen länger arbeiten? Ja. Ne? Wäre es anstrengender? Ja. Müsstest du vielleicht ein paar Niederlagen mehr überwinden? Ja. Aber letztendlich ist das Ergebnis natürlich ein ganz anderes, ne? Wofür man eventuell auch in Erinnerung behalten wird. Meine, das ist nicht jedem wichtig. Einige Leute wollen sterben und sagen, mich hat es nie gegeben. Aber einige Leute sagen auch, ich möchte gerne irgendeine Fußspur hinterlassen. Möchte ich auch. Ich möchte gerne irgendeine Fußspur hinterlassen, die mich sozusagen überlebt. Ne? Der eine will ein Gebäude nach sich benennen, der andere will eine Universität gründen, der andere will, keine Ahnung, super Bestseller schreiben, ist auch ganz toll, habe ich mich mit Holger letztens drüber unterhalten. Damit geht man auch ein Stück weit in die Geschichte ein, wenn man Bücher schreibt. Ne? Weil auch heute kannst du noch Bücher kaufen, die vor 100 Jahren veröffentlicht wurden. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, die dich überleben kann. Ne? Ja, ist so.